Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Horizon. Wir befinden uns im DLC. Haben erfahren, dass Silence mit aller Gewalt verhindern wollte, dass wir hier hingehen. Um zu erfahren, wie dieser Dämon die Maschinen beeinflusst, muss ich Urea finden. Ja. Und dafür muss ich mit ihrem Lehrling sprechen, der nach Norden gegangen ist. Da werden wir gleich hingehen, Eloy. Silence müssen wir auch noch herausfinden. Die wissen etwas über Silence und er wollte verhindern, dass wir hier hingehen. Ich vermute mal, er kommt von denen. Warte einen Moment. Finden wir schon noch raus. Jetzt reden wir erstmal mit ihm hier. Die Waffe von dir, Fremde. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Das? Es stammt von jemandem, den ich kenne. Ah, ein Schamane. Nein. Eher kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall innewohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert, mit der Hilfe der Alten. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee. Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt ist. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Okay. Anscheinend scheint das wirklich deutlich schwieriger zu sein, wenn ich hier nach und nach meine Waffen verbessern kann. Wäre sehr schön. Da muss ich jetzt überhaupt erstmal was gucken. Wo sind denn überhaupt die... Das ist die Hauptquest. Das ist das mit der Überflutung, was wir letzte Folge angenommen haben. Ach du Heilige, das ist ja, das ist ja gut. Ich würde sagen, wir machen das wie gehabt, ne? Stück für Stück. Hier ist auch ein Langholz. Wir gehen erstmal zu dem Feuer und den gucken wir mal weiter. Da müssen wir wieder systematisch vorgehen. Und auch ein bisschen Ausschau halten nach Tieren. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich nenne. So, wieso zeigt er die Quest denn? Achso, weil er hier rumgehen will. Ich will aber erst zum Lagerfeuer. Komme ich so aber auch hin. Ja. Warum gehe ich denn nicht den Weg hier unten? Ich will jetzt auch, ehrlich gesagt, ungern irgendeine Maschine in die Arme laufen. Die scheinen hier nicht so ganz ohne zu sein. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Noch habe ich die neuen Waffen ja nicht. Nur, dass es welche gibt. Ein bisschen aufpassen also. So, das Lagerfeuer hätte ich. Hier ist auch nichts weiter, oder? Bis ein Osseram versucht, den Sonnenkönig umzubringen. Fremde. Karta-Fremde. Okay. Ja, hier sind Karta. Wie konnte er nur so nah an den Sonnenkönig herankommen? Die Osseram-Wache wird ihrem Schatten die Schuld geben. Ah ja, die reden immer noch darüber, über den, der den Sonnenkönig angreifen wollte. Wie hieß er? Verdal? Karal? Irgendwie sowas. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Das hat uns jetzt hier nicht zu interessieren. Wir gehen jetzt erstmal die Quiz hier, Woda. Die ist am dichtesten dran. Burgren sagte, dass Aureas Lehrling dem Fluss nördlich folgt. Hoffentlich nicht zu weit. Ist auch irgendwo der Langhals. Hier sind auch Viecher. Okay. Das ist nur die Frage. Sind das hier normale Viecher oder sind sie stärker? Ein Langhals. Was hat ihn wohl zu Fall bringen können? Die sind unkaputtbar. Nö, ist normaler Gro habe ich. Okay, es gibt also auch normale Maschinen hier. Ah, okay, da sind mehrere Maschinen, die sich offenbar um den Langhals raussetzen. Er liegt schon sehr lange so. Aber die Plünderer sind noch nicht fertig. Muss sie erstmal loswerden. Ah! Ey, immer mit der Ruhe. Aber die machen mehr Schaden als die normalen Vögel. Stelle ich gerade fest. Oh, den habe ich aber gut getroffen. Eloy, immer mit der Ruhe. Immer schön ruhig. Na, guck mal, den Ort. Oh, da sind aber mehr als nur die Vögel. Da sind nicht nur die Vögel. Da ist noch irgendwas anderes. Ja, Plünderer. Okay. Warte mal. Kann ich die anlocken? Nein. Kümmert euch wieder um euren Kram. Tja, ich weiß mich nicht, ob das normal ist. Kann ich mich da hinschleichen? Und sie vielleicht übernehmen oder so? Müsste doch immer noch gehen, ne? Vor allem, weil da irgendwas Episches ist. Gucken wir mal. Dämonischer Plünderer. Das sind definitiv keine normalen. Wo ist das denn?
auch ein dämonischer Plünderer. Ich weiß nicht, ob ich sie übernehmen kann. Man kann es ja mal probieren. Die sind anders als die normalen Maschinen. Definitiv. Aber die Rüstung ist gut. Also die hat mich, glaube ich, vor einiges an Schaden bewahrt. Oh Gott, da kommt auch sowas Lilanes raus. Nein, ich kann sie nicht übernehmen. Aber zumindest so zu... Cute. Hier war doch eben noch einer. Wo ist er? Dahinter. Da ist einer. Da ist einer. Wo ist der Langholz? Der, da ist auch noch ein Grauhabicht drauf. Okay. Gut, kann ich euch anlocken? Nein. Vielleicht kloppt das hier. Die sehen so ein bisschen aus wie die Verdorbenen. Bloßholt. Halt, dass hier jetzt dämonisch steht. Aber probieren kann man es ja mal, ne? Genau. Jetzt oder nie. Okay, halt noch nicht allzu viel aus, okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie mehr aushalten. Der ist da schon krimineller. Na, mein Freund, so nett. Sehr schön. Der ist in die Falle gerannt. Der hat mich gesehen, okay. Oh, die ist gut, die Rüstung. Also bis jetzt geht... Au, 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 da kriegt man auch so Schaden. Ging das ja noch nicht mal ran an mein Geschaden. Mein Leben. Aber irgendwas ist da noch. Na, da oben fliegt noch ein Geier, okay. Den kommen wir her, mein Freund. Das war der letzte. Es wurden wohl drei große Teile rausgerissen. Wenn ich sie alle finde, kann ich ihn vielleicht reaktivieren und auf den Kopf zugreifen. Ah, sieh mal an, ich musste das sogar machen. Ein Eichhörnchen. Oh man, ich mag Eichhörnchen. Ich wollte kein Eichhörnchen töten. Das waren bestimmt diese verdammten Maschinen. So, und ich muss drei Teile finden für den Langhals? Echt jetzt? Ich würde den hier schon gerne sehr reaktivieren. Schön. Auf eine gute Jagd. Will ich ein toter Jäger oder sowas? Ja, gut, epische Sachen nehme ich jetzt nicht mehr mit. Davon habe ich mehr als genug. Und was haben wir hier? Ach so, das ist das hier drin. Okay. Die Sachen nehme ich, wie gesagt, jetzt nicht mehr mit. Aber... Wie soll ich denn jetzt den Langhals reaktivieren? Kannst du mir das mal verraten? Haben wir doch denn jetzt irgendwie eine Quest für gekriegt oder so? Muss ich mal kurz gucken. Quest. Langhälse. Ja, haben wir. Finde das Langhalsteil Array, Stabilisierer und Stellenantrieb. Ja. Nett. Aber den würde ich schon gerne als erstes machen, den Langholz, damit wir hier mal ein bisschen was sehen. Und neue Fäule herstellen vor allen Dingen. Jut, jut. Wo sind Wächter oder so wert? Gut, Wächter, obwohl, das sind bestimmt auch keine normalen, aber Wächter sollten jetzt trotzdem nicht so das Problem darstellen. Hoffe ich mal. Alles klar. Von hinten, du Feigling. Und da kommt noch was von oben. Oh. Die haben Hilfe gerufen.
Das ist gerade blöd, ich kann hier nicht wirklich ausweichen. Der sollte erledigt sein, oder? Jo. Gut. Nun bleib doch mal ruhig, Junge. Bleib stehen und lass dich treffen wie ein anständiger Mann, Mensch. Wenn ihr Mann wärt. Halt, bin ich froh, dass ich die Rüstung habe. Die fängt einiges an Schaden. Au. Oh, das. Aber es ist schon mies, wenn zwei gleichzeitig auf einen losgehen. Ich kann mich hier nicht wirklich bewegen. Oh, der eine ist ja schon mal schwer beschädigt. Ja, der hat es auch nicht überlebt. Sehr schön. Oh, ist noch einer. Eloy, lass dich doch nicht mehr treffen. Also, man läuft extra zur Seite, ne? Kriegt trotzdem Treffer ab. Oh, jetzt aber Rinder. Okay, der ist auf jeden Fall auch erledigt. So, sollte ich nicht hier irgendwo ein Teil finden? Genau hier irgendwo? Wo ich bin? Ja. Wahrscheinlich waren das die Vögel, weil der hat irgendwas Episches. Ja, siehst du, Langhalsstellenantrieb. Das Langhalsteil ist noch ganz. Gut, das wäre das eine Teil. Dann marschieren wir jetzt mal zum nächsten Teil. Das geht in... Laufe ich jetzt überhaupt die richtige Richtung? Diese Richtung hier. Na, da runter glaube ich nicht. Ich will mir noch nicht die Herzen berechnen. Oh, mal was Neues, dass man Langholz erstmal wieder reparieren muss, bevor man ihn überbrücken kann. Dort ist in der Tat mal was Neues. Garantiert überall Maschinen. Naja, Eloy hat ja mittlerweile Erfahrung, ne? Also, ich bin hier. Wo das sein soll. Sehe hier aber gerade absolut gar nichts. Ich höre was, ja. Da zum Beispiel ist ein Lagerfeuer. Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Vielleicht hier oben. Oh, mal gucken, wo der Wächter stand. Aber der Wächter selber war es auf jeden Fall nicht. Nein. Hier muss ja irgendwo was sein. Ich nehme mal kurz das Feuer mit, aber hier muss definitiv irgendwo ein Langhalsteil sein. Gut, gut. Ist das hier unten oder was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ich hier runtergehe, gut, da würde ich runterkommen. Vielleicht ist es da, ja. Kann sagen, sonst komme ich ja nicht wieder hoch, aber... Dort sind Plünderer, Verdorbene, aber wahrscheinlich sind die das. Nee, Verdorbene sind gar nicht. Wie heißen die Dinger? Dämonisch. Die halten zum Glück nicht allzu viel aus. Der hatte das aber auch nicht. Definitiv nicht. Ich meine, da sind ja noch mehr. Aber ich weiß nicht, ob die das sind. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ach, komm schon. Oh, hat er mich gesehen? Okay. Jo. Immer mit der Ruhe. Oh. Eloy, wo haust du denn hin, Mensch? Eloy! Die sind schnell, die Viecher. Okay, keine Chance mit draufhauen. Keine Chance. Jetzt.
Ich wollte nur raufhauen, aber das Viech ist so schnell. Okay, ich habe kein bisschen Scham gekriegt. Die Rüstung ist schon wieder dabei, sich aufzuladen. Das ist doch kein Plünderer. Das ist ein Versänger. Das ist schon wieder so ein Viech. Aber wahrscheinlich hat der das Teil, ne? Mein Wundern wird's mich zumindest nicht. Was hat denn der für eine Schwachstelle, wenn ich mal so fragen darf? Stärke ist Feuer, bei ihm Schwäche ist Eis. Okay. Machen wir es kurz. Ja. Machen wir es kurz, ist gut. Die Viecher sind ja so extrem schnell. Das ist ja genauso ein Viech, wie ich vorhin schon mal hatte. Aber vielleicht hat er ja das Langhalsteil, das ist das Problem. Boah. Da kommt aber auch. Ja, nicht dazu zum Rausschießen. Das Viech ist blitzschnell. Komm, Junge, du verlier doch mal deine Teule. Oh. Ah, hier ist eine Waffe, aber erst mal rankommen. Erst mal rankommen. Alter, wie weit schießt denn der Feuer? Ich habe ihn auch getroffen. Ich habe ihn auch getroffen. Sehr schön. Wieso leuchtet der? Ich wollte gerade sagen, das sah gerade so aus, als wenn der... Das hat der hier überall verteilt. Okay, da kommt noch mehr. Ich glaube, die Minen habe ich hier verteilt mit der Kanone. Kann das sein? Ich glaube, ja. Das Ding heißt ja auch Minenwerfer. Ach, es sind nur Wächter, okay. Jo, das sind Minen, die das Ding schießt, alles klar. Nicht schon wieder. So, erstmal Wächter mit. Ich bin hier ja... Ne, das Ding war es auch nicht. Wo ist denn das dämliche Langhalsteil? Das muss man mal ohne erklären, du. Ziemlich verwirrend hier die Gegend, du. Weil hier ist ja absolut nichts zu sehen vom Langhals. Gar nichts. Also vom Langhals selber sowieso nicht, aber auch nicht von dem Teil. Steht aber auch nichts in der Questbeschreibung, ne? Quest? Longhese. Nö, finde das Langhalsteil Stabilisierer und finde das Langhals-Array. Leider ist die Questbeschreibung ziemlich ungenau, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Maschinen sind hier nicht ganz ohne. Ich meine, wenn ich jetzt stur der Quest folge, führt mich das genau hier hin, wo ich eben am Kämpfen war. Nein. Das ist das Array, das ist der Stabilisierer. Ja. Gut, vielleicht doch dahin. Mal gucken. Ich meine, die buddeln da ja nicht ohne Grund rum, ne? Muss da ja irgendwo sein. Meistens sind da ja diese Plünderer. Gut, die werden schon mal ausgeschaltet.
Hier, wo die rumgebuddelt haben, ja. Guck mal, da ist was Lilanes. Ja. Sieht intakt aus. Der hatte das. Die Hälse sind robust. Dann ist die Frage, wo ist das andere Teil? Langhälse sind robust. Jo, das mag sein, aber wir brauchen trotzdem noch einen Teil. Die haben es hier rausgeholt aus dem Müll. Gut, den fehlt nur noch das eine Teil für den Langholz. Aber die Rüstung, ja gut, dass ich mir die geholt habe, die brauchst du hier schon fast. Da oben hatte ich ja geguckt, da war nichts. Aber vielleicht hier unten in der Höhle? Ja, guck mal, da kommen wir der Sache mir schon näher. Hier habe ich diesen Versänger erledigt. Ja, sieh mal an. Du bist das, ne? Ja, siehst du mal. Echt schwer. Gut, den können wir wieder zusammenbauen. Ich will hier nur mal kurz Lugi-Lugi machen, was das hier für eine Hülle ist. Hier ist ja auch noch was. Blauglanz. Okay. Das war das, was der Händler haben wollte für die Karten, ne? Haben wir zumindest schon mal einen davon. Das ist ja auch schon mal was. Gut, den zurück zum Longholz. Den muss ich den noch jetzt wieder zusammenbauen können und überbrücken können, damit ich hier die Karte mal freikriege. Normalerweise. Ich müsste hier hochkommen, ne? Okay, der DLC ist mal was ganz anderes als das Hauptspiel. Sehr verschneit, sehr kalt und wesentlich schwerer. Ich glaube, das wird sich später aber auch ergeben, wenn man die Waffen hat. Aber ich glaube, so leicht kriegt man die nicht. Die Menge am Blauglanz muss man erstmal finden, um sich die Karten kaufen zu können. Level sind wir 49 aktuell. Ich glaube, ich bin schon wieder Level aufgestiegen. Müsste ich gleich mal gucken. Langhals war hier doch irgendwo. Na, hier rauf? Ich glaube, ich muss hier rauf. Genau. Hier hängt Kabel. Ach so. Das ist ein Teil des Langhalses. Bloß eingefroren. Gut, das passt. Muss nur funktionieren. Alles klar. Da drin? Tja, sieht doch besser aus als vorher. Und das andere ist hier oben weiter, ne? Ja. Okay, ich glaube, ich muss einfach nur seinen Stromfluss wiederherstellen. Wenn's schief läuft, merkt's wenigstens keiner. Das stimmt, ist ja keiner da außer du, Eloy. Den gucken wir mal. Ein wenig Strom sollte helfen. Oh, scheint wieder zu funktionieren. Ganz ruhig. Langsam! Wäre ja zu einfach. Ja, ey, Leute, was hast du erwartet? Der wurde eingefroren. Wenn der aussteht, dass da der Eisberg wegbricht. Ja, Jude, jetzt soll ich doch noch aufklettern. Ich muss noch auf den Langhals klettern. Ja, von da, von dem Berg. Ich muss weiter nach oben. Schnell, Eloy, bevor er weg ist, dann können wir gleich springen. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Ah. Zu langsam, Eloy, zu langsam. Naja. Ich denke mal, der wird hier schon seine feste Hunde laufen, oder? Hoffentlich rennt er jetzt nicht diesen Riesenbett. Ding, vom Ziel. Das wäre schon leicht doof. Da läuft schon wieder was rum. Okay, ich wollte ja eigentlich noch rauf. Echt, der hätte ja wenigstens zum Dank warten können, ne? Aber da kommt er raus. Ja. Wie es aussieht. Aber nein, der stiefelt einfach los. Ich muss doch nochmal da oben rauf, Mensch. Das geht doch so nicht. Aber der rennt hier einen Riesenweg, wie es aussieht. Ja. Wenn ich mich da hinporte... Der müsste ich doch vor ihm sein, warte mal. Hoffe ich zumindest. Weil hier, genau. Hier kommt er doch bestimmt gleich vorbeigestiefelt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Ja, siehst du mal. Du machst einen Abflug, mein Freund.
Komm, steh auf, schnell. Bevor mir der Langhals hier wegstiefelt. Hat noch geklappt, gut. Geschafft. Hat noch geklappt. Jetzt hoch auf seinen Kopf. Ich wollte doch nicht, dass er schon wieder wegstiefelt. Seitdem ich hier Wächter, wollte er nicht sterben. Gut, und von hier denn doch rauf, ne? Jupp. So, den holen wir uns nicht auch mal. Dann haben wir hier endlich die Korde frei. Das ist doch schon mal etwas. Das dürfte den Wächter da eh erledigen. Der hat ja nicht mehr viel Leben. Gut. So, den gucken wir mal. Okay, hier, da sind noch mehr. Dort, oh, diese Blauglanzhändler gibt es also mehrmals. Okay. Sieht auch relativ interessant aus. Hier ist noch so ein Spezialhändler. Okay. Da ist oben so eine Art Dungeon. Da muss ich wohl diese Schamanen finden. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Brutstätte ist. Hier soll aber irgendwo eine Brutstätte sein. Das ist ja auch noch verdeckt. Okay, auf jeden Fall. Als nächstes wäre erstmal das dran. Ich weiß nicht, was das da ist. Werden wir schon noch rausfinden. Ich habe die Daten. Gut, dann wollen wir uns mal abseilen. So, Fertigkeitspunkte 1. Korde haben wir auch frei. Sehr schön. Fertigkeitspunkte haben wir jetzt wieder 2. Wir brauchen aber 3, ne? Jo. Gut. Wurde Spoiler wieder hinstellen und den wäre unser nächstes Ziel definitiv erstmal hier. Das wäre am dichtesten dran. Hier ist noch ein Lagerfeuer und so ein Händler. Ich glaube, interessant wird später der Spezialhändler, der hier oben ist. Aber da werden wir schon noch hinkommen. Wie gesagt, erstmal wäre jetzt das dran. Da müssen wir in diese Richtung. Gut, ich hoffe mal, der trommelt mich jetzt nicht platt hier. Da kann er ja von mir jetzt gerne weiter rumlaufen. Nur muss ich ihn jetzt einmal kurz in die Laufrichtung laufen. Die Maschinen sind hier echt nicht ohne. Da muss man ein bisschen aufbossen. Zumindest diese Versänger. Ich weiß ja nicht, was hier sonst noch an Maschinen kommt. Aber dieser Versänger da, wie er da heißt, der ist schon nicht ohne. Ich meine, die Plünderer gehen, ja. Aber die Rüstung ist auch Gold wert. Und da sparst du unglaublich viel an Heilkräutern. Das Schutzschild hält schon eine ganze Weile, bevor er aufgebraucht ist. Maltok, der Ausschau nach dem Turm hält. Was ist denn das? Er sendet wohl einen Impuls oder Signal. Das sieht aus wie so ein wabbelndes Tentakelglied. Okay, reden wir mal mit ihm. Naltuk? Wer bist du? Wie kommst du hierher? Burkhan sagte mir, du wärst hier. Er ist hartnäckig. Ich habe dem Osseram schon 1000 Mal gesagt, ich will nichts von ihm kaufen. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Urea. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen hin. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Die Ausbreitung stoppen, wenn ich kann. Aber was mache ich gegen die Türme? Binnen Wochen verteilten sie sich im ganzen Schnitt. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruft die Maschinen, repariert sie sogar. Das Ding repariert die Maschinen? Das ist nicht gut. Okay, das wirkt des Dämons. Sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetzen? Schau da, die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker, gefährlicher. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Wirklich? Dann weißt du mehr als ich. Diese Türme, waren sie Teil der Verderbnis? Nein. Die sind mir unbekannt. Wie gesagt, sie stärken die Maschinen des Dämons. Wir müssen sie stoppen. Ja, und wo genau ist sie jetzt? Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will. Aber nicht deine. Tut mir leid. Oh, super. Gut, lass uns die Ausbreitung also gut, stoppen. Du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte.
Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Urea wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich versage nicht. Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Alles klar, Yo, das sind sowas wie die neuen verdorbenen Zonen im DLC. Kontrollturm, Stufe 30. Zerstöre oder überbrücke den Turm. Eins von beiden auf jeden Fall. Gut, vom Level her sollte das hinhauen. Naja, ob wir von der Stärke her hinkriegen. Wie viele Maschinen sind denn hier? Dämonisches Langbein. Da hinten sind noch welche, die ich nicht scannen kann. Ziege. Aber die Ziegen brauchen wir. Okay. Und den Turm selber zu überbrücken dürfte auch nicht einfach werden. Die Maschinen beschützen den mit ziemlicher Sicherheit. Und wenn er sie repariert, dürfte das echt ein Problem werden. Aber ich werde es probieren. Das machen wir wiederum aber morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.